Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Kochvideo. Wir machen heute Milchbrötchen, aber natürlich keine normalen Brötchen. Ich meine Milchbrötchen, das war nämlich ein bisschen langweilig. Heute machen wir nämlich Erdbeer-Himbeer-Milchbrötchen. Ich musste kurz nachdenken, was das nochmal ist. Was ihr dafür braucht, ist nämlich einmal erstmal 450 Gramm Mehl, dann noch 280 Milliliter Vollmilch. Ihr könnt aber auch natürlich pflanzliche Milch nehmen, sowas wie Sojamilch oder was auch immer. Dann noch ein Esslöffel Zucker, heute weniger. 15 Gramm frische Hefe, also am besten habt ihr natürlich frische Hefe, weil ihr könnt auch Trockenhefe benutzen, aber frische ist natürlich immer besser, wie ich finde. Und dann noch 2 Teelöffel Salz, 50 Gramm weiche Butter. Man sieht kaum noch irgendetwas in der Kamera. Dann noch für später einmal hier Himbeerschokolade. Ihr könnt auch Erdbeerschokolade benutzen, aber das ist Himbeerschokolade, die habe ich hier. Also die Verpackung, falls ihr die kaufen wollt. Die ist sehr lecker. Nicht ganz so süß, aber die ist auf jeden Fall gut. Die benutzt ihr dann 10 Stück insgesamt davon. Ich meine, ihr könnt, weil es werden für hoffentlich 10 Portionen insgesamt. Ihr könnt natürlich auch kleinere oder größere nehmen, je nachdem, wie groß ihr eure Milchbrötchen haben wollt. Ich habe jetzt im Durchmesser ungefähr so 4 zu 2 oder 3 cm, egal. Auf jeden Fall habe ich ungefähr so große Stücke von der Himbeerschokolade. Und dann noch gefriergetrocknete Erdbeeren. Ja, geschafft. Mal richtig ausgesprochen. Aber das ist eigentlich so quasi für Babys, so kleine Snacks, aber die brauchen wir heute nämlich. Nicht, dass ich noch so ein kleines Baby bin, aber das war jetzt keine Ahnung. Auf jeden Fall, das braucht ihr auch noch. Wo soll ich das jetzt eigentlich hinlegen? Hier gibt es keinen Platz mehr. Leg ich da einfach hier zur Seite. Und dann noch ein Glas Wasser, damit ich nicht verdurste. Ja, wir legen erstmal den größten Teil zur Seite. Und die Materialien, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht genau, was man dafür alles braucht. Aber, so, Milch ist weg. Jetzt braucht ihr eine Rührschüssel, die wieder mal nicht in der Kamera ist, so wie immer. Wo dann erstmal ihr das Mehl reinstreut, euer Mehl. Egal, das ist eigentlich, ich habe jetzt Dinkelmehl benutzt, aber ihr könnt natürlich auch Weizen oder Dinkelvollkorn oder Weizenvollkorn, was auch immer. Ihr könnt verschiedenes Mehl benutzen, außer Maismehl natürlich. Das wäre jetzt nicht ganz so praktisch, oder Reismehl. Aber ja, wir reden jetzt nicht so lange, sondern geben jetzt noch den Zucker dazu. Und dann noch in einem schönen, mit Hasen verzierten kleinen Becher 2 Teelöffel Salz. So. Die Spannung steigt, es kann weitergehen. Ja, das müssen wir jetzt eigentlich nur mit dieser Butter hier. Die muss ehrlich gesagt jetzt auch rein. Aber ich nehme mal ein Messer, und um die Butter ein bisschen zu zerkleinern, damit wir die dann später besser verrühren können. Also muss jetzt nicht ganz so professionell sein, einfach ein bisschen kleiner machen, damit die jetzt leichter zu verrühren ist. Eigentlich wollte ich heute Tacos machen, beziehungsweise ich wollte das letzte Woche machen, aber ich bin dann krank geworden und ich konnte die halt nicht machen, weil ich einfach krank geworden bin und keine Zeit hatte natürlich. Und ich meine, jetzt bin ich immer noch nicht ganz so gesund, deswegen, falls irgendwas mit meiner Stimme nicht stimmt, dann tut's mir leid, ich bin vielleicht ein bisschen krank. Aber ja, das kommt jetzt, die Butter kommt jetzt hier rein. Also die muss jetzt nicht in der Mikrowelle stehen, einfach ein paar Minuten draußen stehen lassen, damit die ein bisschen weich wird. Die kommt jetzt da rein. Wenn ich das mit mühevoller Arbeit hinkriege, habe ich das zum Glück auch. Ja, und das müsst ihr jetzt eigentlich nur noch, das Gemisch müsst ihr jetzt, wie auch immer, so bis zu einer Minute oder ein bisschen mehr rühren mit nämlich einem Rührgerät. Hier.
ein Rührgerät mit den Knetstäben. Ich glaube, so heißt das, wie auch immer, egal. Ich glaube, dann sehen wir uns gleich, weil ich kann das jetzt hier nicht filmen, da ich hier gerade keinen Stecker habe. Ich muss nämlich auf die andere Seite der Küche, da gibt es einen Stecker, aus irgendeinem Grund leider hier nicht. Oder? Nee, gibt es nicht. Also ja, dann sehen wir uns gleich, wenn ich das fertig habe. So, jetzt haben wir hier das Mehl mit der Butter und Salz und Zucker vermischt. Ja, das sollte so ungefähr aussehen, so Mehlbröseln. Ungefähr sieht jetzt nicht ganz anders aus, aber man erkennt es schon, den Unterschied. Jetzt habe ich hier die Milch warm noch gemacht und die Hefe sich auflösen lassen. Also da ist jetzt einfach warme Milch mit aufgelöster Hefe drin. Und deswegen könnt ihr auch keine, glaube ich zumindest, deswegen könnt ihr auch keine trockene benutzen, weil es sonst nicht so, so gut auflösen würde, glaube ich zumindest. Bin mir nicht sicher, keine Ahnung. Hier, jetzt kommt die Milch mit der Hefe einfach rein. Ja, und jetzt habe ich eigentlich gar nicht so lange gebraucht. Ich muss das jetzt wieder kneten mit dem Rührgerät. Aber das dauert jetzt relativ lange, nämlich 8 bis 10 Minuten, also so um die 9 oder 8 Minuten muss ich das jetzt kneten. Und ja, das kann ein bisschen dauern, also wir sehen uns gleich. So, jetzt haben wir hier das Mehl mit der Butter und Salz und Zucker vermischt. Ja, das sollte so ungefähr aussehen, so Mehlbröseln. Ungefähr sieht jetzt nicht ganz anders aus, aber man erkennt es schon, den Unterschied. Jetzt habe ich hier die Milch warm noch gemacht und die Hefe sich auflösen lassen. Also da ist jetzt einfach warme Milch mit aufgelöster Hefe drin. Und deswegen könnt ihr auch keine, glaube ich zumindest, deswegen könnt ihr auch keine trockene benutzen, weil es sonst nicht so gut auflösen würde, glaube ich zumindest. Bin mir nicht sicher, keine Ahnung. Hier, jetzt kommt die Milch mit der Hefe einfach rein. Ja, und jetzt habe ich eigentlich gar nicht so lange gebraucht. Ich muss das jetzt wieder kneten mit dem Rührgerät. Aber das dauert jetzt relativ lange, nämlich 8 bis 10 Minuten, also so um die 9 oder 8 Minuten muss ich das jetzt kneten. Und ja, das kann ein bisschen dauern, also wir sehen uns gleich. Die beste Show der Welt geht weiter, denn ich bin wieder da. Und das war klar. Und mein Teig sieht jetzt so aus. Ich habe den jetzt so ungefähr 7 Minuten mit dem Rührgerät geknetet und dann noch später mit den Händen habe ich den noch so 1 bis 2 Minuten auch geknetet. Aber wenn ihr den mit den Händen macht, dann achtet darauf, bevor ihr den Teig knetet, dass ihr eure Hände oder den Teig ein bisschen mit Mehl bestreut, weil er ein bisschen klebrig ist, relativ. Jetzt muss er ungefähr an einem warmen Ort am besten ungefähr ja, 1 Stunde aufgehen. Das kann eine Weile dauern. Deswegen würde ich sagen, wir sehen uns, also für euch gleich, für mich in 1 Stunde. Also ja, ciao. So, ich bin wieder zurück. Hier ist unser Teig, beziehungsweise mein Teig. Der ist sehr schön fluffig geworden. Und den habe ich jetzt aus meiner Schüssel genommen und den hier ein bisschen mit Mehl bestreut, damit der auch nicht kleben bleibt an meiner Arbeitsfläche. Ja, jetzt mache ich draus so eine Wurst, also am besten nicht ausrollen, sondern so lange Wurst ungefähr. Und nehme jetzt mal so ein gutes Stück, ungefähr, ich weiß nicht, so groß oder so. Ich schau mal kurz nach, wie sehr das. Ich glaube, ungefähr so große Stücke brauchen wir, aber weil ungefähr eigentlich sollten es 10 Portionen, also 10 Brötchen sein. Allerdings bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher, ob das wirklich auch stimmen wird. Also ein bisschen noch mit Mehl. Das ist ein bisschen nicht ganz so spannend, aber ich würde sagen,
Ich stelle jetzt mal den. Ich komme auf Zeitraffer, deswegen sehen wir uns gleich, wenn ich alle Teile fertig habe. Tschüss. So, bei mir sind das jetzt 9 geworden, nicht 10. Aber wenn ihr jetzt eure Brötchen fertig habt, nehmt ihr euch einfach euer Stück Schokolade. Ich hätte ja eigentlich schon vorhin die reinmachen sollen, aber macht einfach hier, macht in eure eine Hälfte das Brötchen, legt die Himbeerschokolade drauf und klappt es mit der anderen Hälfte zu und knetet es noch ein bisschen, damit die Schokolade auch eingehüllt komplett vom Teig ist. Das möchten wir ja so haben. Und so. So ungefähr. Genau. Und dann legt ihr es einfach auf ein Backblech. Ich habe es jetzt auf mein Backblech gelegt. Ja, dann sehen wir uns, wie schon immer, in ein paar Minuten oder Sekunden, wie auch immer, wie schnell ich das hinkriege. Ja, bis gleich. So, ich habe jetzt alle Brötchen schon fertig, bis auf dieses. Ich wollte euch nämlich noch zeigen, wie ihr die Schokolade anders reinmachen könnt. Ich nehme jetzt mal ein Stück und ich habe die ja an meinem ersten Mal quasi so benutzt, die zerteilt und dann die Schokolade reingemacht. Aber jetzt könnt ihr einfach hier die reindrücken in den Teig und die quasi so umhüllen mit dem Brötchenteig und den dann ein bisschen noch so kneten und ihn ein bisschen so in euren Händen, ne, also ein bisschen kneten noch, ein bisschen zu einer kleinen Kugel, zu einer kleinen Brötchenform, so ungefähr. Das müsste gehen und ich habe jetzt noch etwas Schokolade übrig. Das esse ich jetzt. Ah, lecker. Also Schokolade. Die Schokolade ist sehr lecker. Jetzt müssen die Brötchen, ich sag dir euch mal kurz, hier, das ist mein Backblech mit 9 Milchbrötchen. Die müssen jetzt so ungefähr 20 bis 30 Minuten nochmal aufgehen, also gehen lassen, ziehen lassen. Ihr müsst die einfach stehen lassen für ungefähr 20 Minuten. Und ich glaube, wir sehen uns gleich. Puh. Ich wollte eigentlich nur sagen, dass diese 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Brötchen jetzt auf den vorgeheizten Ofen 200 Grad Ober-Unterhitze müssen die jetzt insgesamt 20 bis 25 Minuten backen. Dann sehen wir uns, wenn sie fertig sind.